fange erstmal an mit dem Foramen Ethmoidale. Hier. Immer das oberste. Genau. Dann hier Canalis Opticus. Ja. Dann Fissura Orbitalis. Unter dem Flügel, unter der Flügelbeinleiste. Genau. Dann haben wir direkt Foramen Alare Rostrale. Was praktisch, wenn ich jetzt hier nicht auf der anderen Seite wieder rauskomme, ins Foramen Rotundum geht. Auf der anderen Seite Foramen Alare Caudale. Ja, Flügelbeinleiste haben Hund und Pferd und das verdeckt das Foramen Rotundum. Hier oben ist auch nochmal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, Barbum oder so, auch nochmal ein kleines, es muss nicht sein. Teil vom Foramen Alare. Genau. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier. Da musst du mir jetzt nochmal helfen, das hast du aufgeschrieben. Ja, da gibt es drei Löcher. Genau, der Rostral geht, war der Maxillaris. Genau, oder? Was Rostral geht und beim Infraorbitale hier vorne rauskommt, ja, ist der Maxillare. Ja. Nach medial geht der Xenopalatinum und nach... Xenopalatinum geht medial und... Ja, und nach dorsal der ist Palatinum. Palatinum caudale geht nach ventral und kommt hier unten wieder raus. Ja. Dort müsste es kommen. Ja, gut, das finde ich jetzt nicht. Aber ansonsten ist das Phenopalatinum. Okay. Okay. Dann das Foramen Lacerum, also der untere Teil. Erstmal Foramen Jugulare. Dann Incisura Carotica mit zwei Hügeln. Dann Incisura Ovalis. Und ganz Incisura oben. Spinosa hier oben. Ja. So. Da ist das Petro Occipitale, die Fissura Petro Occipitale. Genau. Können wir nochmal die Fortsätze nennen? Wie hießen die alle? Die Fortsätze? Also jetzt hier die, oder was? Ja. Ja, hier war Mastoideus und Styloideus. Und dazwischen das Foramen Stylomastoideus. Dann hatten wir hier das Foramen Retroarticulare. Und hier war Petro Tympanica, was heißt Fissura? Ja, das war Petro Tympanica. Ja. So, dann noch den Canalis Nervi Hypoglossi. Ganz groß. Meatus Acousticus Externus ist hier außen. Canalis Collibaris. Meatus Acousticus Internus ist da von innen sichtbar. Dann ist Foramen Magnum, klar. Canalis Collibaris brauchen wir. Das ist der hier vielleicht? Ja. Das ist ja Prozessus Paracondylaris. Ich glaube, das ist das hier. Ja, das ist Canalis Condylaris.